In diesem Online-Kurs lernt ihr den Umgang mit modernen Beschlägen und Plattenwerkstoffen. Ich zeige euch aber auch, wie ihr eine ganz klassische Zinkenverbindung von Hand macht, beispielsweise für Schubladen. Das Besondere an diesem Möbelstück sind die innenliegenden Fronten und die engen Spaltmaße. Die abgeschrägten Füße geben dem Ganzen etwas Leichtigkeit. Ihr könnt die Kommode 1:1 nachbauen oder die Maße individuell anpassen. Aber auch wenn ihr dieses Möbelstück nicht nachbaut, lernt ihr im Kurs sehr viel über den modernen Möbelbau. Die Tischlerplatte hat folgenden Aufbau. Sie hat eine Innenlage aus Nadelholzstäben. Quer zu dieser Innenlage wird ein dickeres Absperrfurnier geleimt. Wieder in gleicher Richtung zur Mittellage wird dann das eigentliche Deckfurnier aufgeleimt. Und dieser Plattenaufbau verhindert, dass sich die Platte verzieht oder zu stark schwindet. Ihr könnt also problemlos daraus flächige Bauteile machen, auch Türen und Schubladenfronten. Das funktioniert. Ihr müsst also keine Gratleiste oder einen Rahmen bauen, der das Ganze gerade hält. Die Tischlerplatte braucht das nicht. Das sind jetzt alle Zuschnitte, die gemacht wurden bisher. Was noch fehlt, ist die Rückwand und die beiden Schubladenböden. Die werden ja aus Sperrholz gemacht. Das solltet ihr später machen. Macht nicht zu viele Teile auf einmal und vor allem könnt ihr, wenn ihr die Rückwand und die Sperrholzböden später schneidet, das genaue Maß am fertigen Möbel ermitteln. Das ist eventuell noch wichtig, falls beim Fräsen des Falzes eine Toleranz entsteht. Dann könnt ihr alles noch genau einpassen. Da diese Kante nur 2 mm stark ist, keinen großen Gegendruck aufbaut, reicht es, eine Presszeit von 15 Minuten einzuhalten. Ihr könnt also alle 15 Minuten eine Kante aufleimen und dadurch geht das Beleimen dieser Teile auch relativ zügig vonstatten. Die Fuge zwischen der 2 mm Kante und eurer Platte muss wirklich absolut dicht werden. Voraussetzung dafür ist ein gerader Schnitt, den ihr vorher auf der Tischkreissäge gemacht habt. Jede Unebenheit, die ihr in dieser Schnittkante habt, jeder Wackler beim Sägen, wird sich in der Fuge zeigen als offene Stelle oder nicht sauber verleimte Stelle. Bei der Platte, aus der die Fronten geschnitten werden, müsst ihr besonders aufpassen, in welcher Reihenfolge ihr eure Schnitte macht. Denn bei den Fronten ist es so, dass die Maserung über die Tür und die Schubladenfront durchlaufen soll. Ansonsten sieht das einfach irgendwie seltsam aus. Nach diesem ersten Fräsgang wird der Fräser umgestellt auf eine Falztiefe von 10 mm und eine Höhe von 20 mm, also genau umgekehrt. Und die beiden Hölzer werden jetzt hochkant gefräst, nicht flach liegend. Wenn ihr euch die Lage des Falzes vorher markiert habt, ist das alles auch sehr eindeutig. Meine Klebebandmarkierung bleibt. Ich fräse wieder nur bis zur Markierung, der Rest wird weggestemmt. Vor allem zum Schluss hin macht es Sinn, von vorne zu arbeiten, da
dann seht ihr nämlich schön euren Riss und könnt zum Schluss beim letzten Schnitt euer Stemmeisen in den Riss einsetzen. Das Verleimen müsst ihr wieder gut vorbereiten. Legt euch eure Zwingen bereit, stellt den Leimgriff bereit, auch eure Verbinder und probiert vorher ohne Leim aus, ob alles passt. Ihr müsst es mit dem Leim an dieser Stelle nicht übertreiben. Im Gegenteil, ihr müsst darauf achten, dass der Leim nicht außen rauskommt. Wenn ihr Leim angebt, gebt den nach innen versetzt an. Der Leim, der nach innen rauskommt, den kann man gut entfernen. Leim, der außen austritt, der ist schwierig zu entfernen. Als nächstes fräst ihr den Boden. Legt euch beim Fräsen eine saubere Platte unter. Ich habe der Einfachheit halber einfach die Mittelseite genommen, damit ihr wirklich eine ebene Bezugsfläche habt, auf der ihr eure Maschine aufsetzen könnt. Der Boden wird festgespannt. Es ist egal, wie eure beiden Platten aufeinander liegen. Es geht wirklich nur um eine ebene Unterlage. Und dann zeichnet ihr euch wieder die Verbinder an, diese 100 mm. Wenn ihr eine Dominofräse verwendet, fräst ihr diese Verbinder alle ohne Übermaß. Die beiden seitlichen Verbinder werden wieder mit den Anschlägen gefräst, die beiden mittleren nach Anriss. An der Rückseite spannt ihr die Schablone genauso auf, also die Vorderkante der Schablone bündig mit der Falzkante, unten direkt am Boden anliegend, und gebohrt wird das Ganze auch genauso wie an der Vorderseite. Welche Säge ihr benutzt, ist im Prinzip auch egal. Wichtig ist nur, dass ihr eine Säge habt, mit der ihr gut zurechtkommt und mit der ihr einen geraden Schnitt hinbekommt. Achtet vor allem darauf, auf der Rückseite nicht zu tief einzusägen. Das passiert vor allem bei Japansägen sehr leicht. Wenn man bei Japansägen auf den Rücken achtet, dass der gerade ist, sägt man hinten zu tief, weil die Japansägen trapezförmig sind. Und dann probiert ihr, ob das Ganze passt oder noch etwas nachgearbeitet werden muss.
Ihr könnt im Prinzip jeden beliebigen Wasserlack nehmen. Ich empfehle sehr gerne den Clou 9200 oder aber einen Lack von Zweihorn, zum Beispiel den Unogryl UCT9, der ist sehr gut. In der Regel bekommt ihr aber die Clou-Produkte wesentlich einfacher im Handel als Produkte von Zweihorn oder anderen Herstellern. Wenn ihr dann anfangt zu lackieren, beginnt immer in der Mitte, da ja die Rolle sich erstmal vollsaugt und sehr viel Lack aufgenommen hat. Den Lack habt ihr dann in der Mitte. Tragt ihr zu dick auf, dann gibt das diesen sogenannten Orangenhauteffekt. Der Lack ist dann zwar glatt, aber hat eine gewisse Struktur. Das sieht nicht besonders schön aus. Nachdem ihr also die Innenseiten lackiert habt, könnt ihr ans Verleimen gehen. Und ich rate euch dringend dazu, diesen ganzen Vorgang erst einmal ohne Leim durchzuspielen. Das habe ich hier auch gemacht. Der Korpus ist zwar mit Zwingen bestückt, aber ohne Leim. Und dabei habe ich mehrere Dinge gemerkt, die mir beim Verleimen Stress gemacht hätten. Da wäre zum Beispiel, dass ich hier oben eine durchgehende Zulage brauche, die den Druck auf die Traversen schön bringt. Erst dachte ich, die Zwingen alleine reichen. Dem war nicht so. Dann habe ich hier unten eine Zulage. Ich zeige euch die mal. Bei der Verschraubung mit der Seite dreht die Schrauben etwas schräg rein und bohren sie auch schräg vor. Das ist relativ wenig Platz für die Schrauben. Aber diese Schrauben müssen auch nicht so viel halten. Jetzt könnt ihr ganz problemlos diese Kupplungsstücke mit Schrauben 3,5 x 17 befestigen. Und hier gibt es noch eine Verstellung. Mit dieser Verstellung könnt ihr die Schublade hoch und herunter fahren. Und am hinteren Ende der Schienen gibt es noch diese Einstellung hier. Mit dieser Einstellung fahrt ihr diesen Stift hier hoch und runter. Der Stift sitzt in der Bohrung an der Rückseite der Schublade. Und damit könnt ihr die Neigung der Schublade verändern. Und eure Türen einhängen. Die Türen gehen zwar zu, aber sie passen noch nicht ganz. Das ist eine reine Einstellungssache. Ihr habt an den Beschlägen verschiedene Möglichkeiten, die Tür nachzujustieren. Als nächstes werden die Griffe montiert. Das solltet ihr machen, bevor ihr die Oberfläche macht. Ihr könnt nämlich jetzt noch bequem anzeichnen und bohren. Und dann werden die Fronten nochmal nachgeschliffen und die Kanten gebrochen. Ich habe mich hier für diese Edelstahlgriffe entschieden. Ich finde, Edelstahl passt hervorragend zur Eiche. Wenn ihr die ersten Gärungen geschnitten habt und eure Leisten an die Platte anlegt und in der Ecke zusammenschiebt, dann sollte eure Gärung dicht werden. Ist das nicht der Fall, korrigiert nochmal den Winkel. Macht zuerst die Kanten mit dem Schwammpinsel ganz dünn. Hier wird auch kein Überstand abgenommen wie bei anderen Ölen.
Je dicker ihr dieses Öl auftragt, umso länger ist die Trocknungszeit, umso größer ist die Gefahr, dass die Oberfläche lange Zeit klebrig bleibt. Achtet also wirklich darauf, das Öl dünn aufzutragen, aber auch nicht zu dünn, genau wie beim Lack. Und jetzt ist die Kommode fertig.